wieder drauf warten. Ja, moin und herzlich willkommen zurück zum YouTube-Kanal auf Grundstoppen. Und wir haben gerade Hochvideos bekommen. Wir sind auch voll zu Gange, deswegen nehme ich euch jetzt mitten in die Action rein. Wir haben ihn nämlich gerade mit dem Hochlader aufgeladen und stellen ihn gleich auf. Ja, also bleibt dran, schaut euch an, was jetzt passiert. Ich finde es ziemlich cool. Vorwärts! So, der erste Silo steht, jetzt kommt der zweite. Man sieht schon, der ist ein bisschen größer als der, den wir vorher bekommen haben. Hat ein 12 Kubik Volumen innen drin, also ich kann ein bisschen mehr Futter dann auch dort lagern. Ja, das Ganze hat jetzt eine knappe halbe Stunde gedauert, einen aufzustellen. Deswegen rechne ich jetzt mal mit dem gleichen Zeitansatz für den nächsten und dann müssen noch die Schnecken drunter. Und ich hoffe, dass wir sie auch vom Strom gleich schon angeschlossen kriegen. Dann sind wir hier mit den wildesten Geschichten schon durch. Ja, ein bisschen Zeit ist vergangen, seitdem wir die Behälter aufgestellt haben. Ich will es jetzt trotzdem einmal zeigen, wie es funktioniert. Dafür muss ich natürlich erstmal füttern und die Kiste hier hinter mir anschmeißen und den Mischwagen befüllen. Das machen wir jetzt einmal gemeinsam und dann fahren wir zu den Futtersilos. Hier sieht man die Waage.
hier Deepwolf. Und damit kann ich dann die Silos starten. Stall sauber zu machen und dann drehe ich den Kühen vor. Ich sag schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Cool, dass ihr dabei wart und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.